Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Divinity Original Sin, der Enhanced Edition. Auch heute wieder mit dabei, der liebe Chris. Hi. Und wir haben Dietrich, den Baron der Knochen, besiegt. Jetzt looten wir noch ein wenig und dann schauen wir mal, wo es weitergeht. Der war übrigens ein Untergebener von hier diesem Bracchus Rex. Ja. Hat uns aber nicht viel Neues erzählt, außer dass er toll ist und mächtig und der Quellenmagier überhaupt. Ja, ja. Und bla, 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 bla. Genau. Ja. Also wirklich was Essentielles haben wir leider nicht erfahren. Aber dann sind wir hier an dem Punkt durch, ne? Sieht nur so aus, ne? Ja, dann geht's mal weiter. Dann geht's mal wieder hier unten rum. Wir können ein neues Rezept. Wieso das? Hast du Bücher gelernt? Ja, ich habe gerade noch Bücher gelesen, die ich noch gehabt habe. Wo ich schon Improved. So, heile ich mich mal. Sag mal, was habe ich denn da? Ach so, die Explosionen. Ja. Immer noch die Explosionen. Und warum bin ich immer noch lila? Was für ein Statuseffekt habe ich denn immer noch? Ich habe noch irgendeinen Statuseffekt aktiv. Aber was für einen? Bin ich noch irgendwie vergiftet oder bei sowas? Bei dir Statuseffekt ist nur lila. Weil mein Leben halt noch lila ist. Normalerweise war das immer eine Auswirkung von irgendeinem Statuseffekt oder sowas. Ja, ich sehe, aber das einzige Statuseffekt ist lila in Sight. Okay. Und das ist ja... Ja, das ist ja das korrekt. So, du hast das jetzt auch. Jetzt warten wir noch einmal, dann kriegt Baldurina. Quatsch. Bärdotter. Ist auch noch. Und dann folgen wir der Straße mal nach Norden. Ja, da war, wie gesagt, da war ein Schäferhund gewesen. Also, der wollte mich, glaube ich, irgendwo hinführen. Ja. Und du kannst ja mit Tieren reden. Ja. Jetzt wüsste ich mal gerne, warum er da nicht gelaufen ist. So. Okay, zack, zack. So, wo ist er dann? Hier oben an der Kreuzung. Also er ist einmal kurz weggelaufen, deshalb ist er... Hier hat er original gestanden. Mhm. Und jetzt steht er hier oben. Der Wago. Ich versuche mal mit dem zu reden. Hier runter geht's an die Villa nochmal, also brauchst du da nicht... Ah, ja. Wir riechen wie ein Held. Ein Held. Okay, erzähl mir von euch. Was? Ich habe noch ein Hühnchen zu rufen und eigentlich habe ich gar kein Hühnchen und Knochen schon gar nicht. Das ist das Problem. Ah ja. Hat der Hühnchen gesagt? Mhm. Warum hört er sich Französisch an? Und im Englischen sagt er nicht Hühnchen, sagt er Bone to Pick. Ja, also, Knochen kam ja auch später nochmal. Ja, aber das ist ein Wortspiel auf Knochen. Ja, genau. Das halt eben genau. Ganz ist im Deutschen mal wieder untergegangen. Genau. So, mein Freund und ich haben einen riesigen Haufen Köstlichkeiten von diesen trockenen Untoten gesammelt, wie auf dem Silbertablett. Aber ein Rudel wilder Wölfe hat uns verjagt. Okay. Wir sollen ihm helfen, halt eben seinen Freund wieder zu befreien. Aha. Ah. Deine Leckerlis von den Wölfen. Ja. Ja, dann... Gut, dann geh auch voran. Geh mal ein bisschen rum, damit der Event jetzt okay wird. Gut. Da sind die Wölfe. Ui, oh, das sind aber große Wölfe. Ja, ich wollte gerade sagen. Und die machen ordentlich Schaden, die Wölfe. Er aber auch. Respekt.
Nein, lass den armen Vago in Ruhe. Solange er nicht stirbt, ist das noch alles okay. Genau, dann beenden wir das Spiel und spielen nie wieder. Genau. Weil Die er nicht greifen gestorben auch ist. alle den an, ne? Es scheint zu sein, also. Nee. Okay. So, Wolfcraft, du bist dran. Ich komme aber irgendwie hinter keinen. Ah, doch, da. Da. Ja, das war vielleicht eine dumme Idee. Aber. Ah, das ist eine gute, das ist eine gute Gelegenheit. Zack, zack. Und nochmal. So, weg, Isa. Einer weniger. So, jetzt mache mir erstmal Tato beim Buff und dann gehe ich auf die Seite. Sehr schön. Dann machen wir mal hier das. Ja. Wir sind alle ein bisschen dicht für mich, dass ich da irgendwo Feuer Nee, oder was nee, sehen nee, lass kann. das. Warte mal, was sind denn die Schwach? Ja, Feuer. Aber, nee, guck mal, da hinten. Könnte ich vielleicht noch ohne den Wollkraft zu treffen? Ja. Ja, schön. So. Einmal. Und dann kommt der nächste. So. Und dann bringen wir ihn hier noch einfach ein. So. Komm noch einmal. Jawohl. Jawohl. So, Wolfgraf. Sehr schön. Und nochmal. Gut. So, wo bin ich denn am dichten dran? Och, da gehen wir mal. Ach komm, Maus. Okay. Will die Maus nicht mehr? Es ist immer, welche so ein Akt, damit man auch trifft, wo man hinzieht, ne? Ja, es kann schon mal problematisch sein, ja. Ah, noch einmal, dann ist er weg. Die geben aber 1400, Nicht schlecht, ich das brauche die ist Punkte. einiges. Ja. So, und jetzt bap bap. Genau. Sehr schön. Und noch einmal. Ach ne, oder? Na komm. Nehmen wir die Arbeit. Nein! Oh Mann! Ich hasse das, wenn die Kamera so springt. Was ist mir doch sonst nie passiert? Was ist denn da los? Keine Ahnung. Es nervt auf Ich jeden sehe mal die Fall. Kamera, wie ich sie brauche. Animal Heights. Ja, jede Menge. So, und da oben ist er jetzt, Vago. Da ist er jetzt langgelaufen. Hallo, Vago? Vago? Wo soll er denn jetzt hin? Vielleicht hier oben. Vago? Nein, da. Da ist ein Kaninchen. Da ist er. Da war er doch gerade. Das ist nur ein Kaninchen. Nee, er ist gerade von hier oben gekommen und hier in diesem Gebüsch verschwunden. Oh. Vago? Vago?
Vielleicht ist er einfach jetzt weg. Nee, nee, er ist ja aktiv. Die kann man ja nicht aktivieren. Nee, ich meine, ist die noch oder ist die beendet? Gucken. Bandage Gorge. Das war überhaupt keine Quest in dem Sinne. Oh. Scheinbar. Vielleicht ist er dann jetzt einfach weg. Also mich von da oben gekommen, wo wir jetzt hingehen, und ist dann hier unten in das Gebüsch und da war er dann verschwunden. Komisch. Weiter gehen wir mal weiter. So, Wo sind wir denn jetzt überhaupt auf jetzt der Karte? hier die Richtung weiter, dann kommen wir noch zum Wegpunkt. Da ist er. Super. Tada! Erfahrung. Yay! Ach, ist da oben noch was? Nee, ne? Schriftrolle des beschworenen Luftelementars. Ah, das ist doch mal gut. Ah, das sind Skelette hier oben. Wo? Ah, da. Ich würde auch Level sagen, da 7. geht's zu der Kirsche. Nein, nicht ganz. Nicht? Da ist Nee. eine Hütte da oben, aber nicht die Kirsche. Sollen wir die Skelette noch machen? Ja, komm. So schwer kann das ja nicht sein. Ich Genau. heile noch einmal alle und dann. Ah, ich bin noch voll, nur Wollgraf und du. So, dann Einmal kurz sobald du dich warten. heilst, bringe ich die Spinne raus mit Berdotte. So, jetzt beschwöre ich die Spinne. Oh, und schon im Und Kampf. ja, wenn du die beschwörst, geht der Kampf los. Ja, normalerweise nicht. Normalerweise, ich habe nicht gedacht, dass wir so dicht waren. Ich habe gedacht, da hätten wir noch Platz. Egal. Egal. Jetzt haben wir dann einen So, zack. Haufen Schildskelette. Drei Schildskelette und scheinbar sonst nichts da oben. Doch, da Ah, müssen da wir oben sind sogar noch drei noch Bogenschützen. Bogenschützen, genau. Ah, das könnte Aber doch die kommen schwieriger an uns werden. nicht ran, solange wir hier unten Ja, sind. aber solange wir hier unten sind, können wir auch nicht hochschießen. Ja, aber die müssen zu uns kommen. Und wir können AP sparen. So die Theorie. Genau. Einmal Buff. Genau. Wollkraft war noch drin. So, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Ach nee, komm, den Buff kriegst du. Nee, ich buffen doch überhaupt nicht. Ich bin mal gespannt, ob deine Idee funktioniert. Ja gut, solange der Wollgraf jetzt nicht auf einmal sichtbar da oben wird, werden die alle Sondern uns spar mir die zukommen. komplett. Nee, das sollte noch zwei Runden dauern. Genau, siehst du, die müssen bis zum Rand vom Hügel kommen, weil die kommen halt eben, können nicht dort schießen. So. Und Wollkraft kann dann vielleicht den Rücken von den ganzen Archers fallen. Bogenschützen, Ja. das war der Plan. So. Blenden. Sehr schön. Wer dort? So, was machen wir dann jetzt? Genau. Das hat aber nicht viel Schaden gemacht. Egal. So. So, und dann. Hierhin. Und dann dahin. Sehr schön. Und dann. Ah, da liegen. Oh Gott, die sieht man fast nicht auf dem Boden. Genau, da sind zwei Stück jetzt hier. Wenn die da liegen, die sieht man fast gar nicht. Was macht das denn? So. Kann ich die zu weit? Die sind alle zu weit entfernt für mich.
Ja, am liebsten wäre mir halt eben, wenn die noch ein bisschen näher kommen werden. Aber da du jetzt mit Volkraf angegriffen hast, werden die sich alle auf ihn konzentrieren. Das können wir auch ändern. Aber zuerst mal schalt mal die aus. Genau. So, und noch einer. So, und dann haben wir noch einmal vier. Da würde ich doch sagen. Dann beschleunige ich mich mal. Sehr schön. Dann bin ich fertig. Ah. Oh ne, nicht charmed. Doch. Oh. Ach, zwei Runden. Das wird schon funktionieren. Zwei Runden gegen Wallgraf. Tja. Der ist verwirrt. Warum ist der verwirrt? Ah, weil der Weil er geblendet ist. geblendet ist. Weil er geblendet ist. Ah, willst du abhauen? Ich habe eine höhere Reichweite, als du denkst. Hahaha. So, und dann Aber so lange jetzt ist Wolfgriff eigentlich sicher. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. machen wir das hier. Und dann mal kurz drauf geschossen. So, und dann mache ich mich mal auf den Weg Nach rüber. oben. Einmal Drehangriff, oder? Genau. Das trifft alle gar. Die Keulenschwinger, die halten aber einiges aus, ey. Ja, die haben bestimmt gute Panzerung. Oh. What? Aber der verbrennt nächste Runde. Deswegen laufe ich jetzt auch einfach weiter. Hast du Uf, Graf? Jetzt kriegst du aufs Maul. Boah. Ich halte dich gleich. Ich halte dich gleich. Oh, Gott sei Dank kann der nichts machen. What zur Hölle? Der Ah. vollgepanzerte Mörder hat mal fast 100 Punkte abgezogen. So, Yay! Wallgraf durch jetzt Knockdown. Das macht Ja? wenigstens nicht viel Schaden, aber da macht er wenigstens nichts mehr die nächste Runde. Genau. Dann. Wer hat mehr Leben? Du oder du? Ja, fast Der gleich viel. untere. Sehr schön. So, jetzt aber erstmal. Ja, kannst du mich bitte heilen? Wollte ich Das gerade wäre sagen. nett. Danke, danke. So, einmal Heilung. Und einmal Tod auf Raten, bitte. Tschüss. So. So, ich werde jetzt. Der hat fast nichts mehr. Ja, die drei sind schon gut angeschlagen. Warum? Langt das? Vielleicht. Probier es mal aus. So, und jetzt. Wo haben wir es? Da haben wir es. Nein, es langt nicht. Was Für denn? wollten Explosionsfall bei die drei dort auf die schießen, aber leider wird das nicht gehen. Doof. Kann nur hier den anschießen. Das war's. Reicht doch erstmal. Mal gucken. Die brennt jetzt ein bisschen, aber naja. Einer weniger. Wow. Wahrscheinlich macht der Giftschaden oder so. Nee, die Spinne, wenn die beschädigt wird, verliert mit Messer oder so, dann verliert die Gift. Ganz genau. Und weil sie brennt, explodiert das sofort. Genau.
So, ich stelle mich jetzt hier oben hin. Ach, natürlich. Ah, weißt du, was ich mache? Nein. Ich habe ein. Genau. Ein Ausrutschpfeil. Knockdown Arrow. Hat ausgesehen, als wäre er im Stehen ausgerutscht. Komme ich doch noch dran. Ja, sehr schön. Das war doch. Wow. Und ich musste eine Wollkraft töten. Ist das nicht schön? Das ist doch traumhaft. So. Und Vollgas! Vollgas. Vollgas, schön passend, wieder mit einem Kampf beendet, den wir natürlich siegreich abgeschlossen haben. Genau, wir sind Profis. Genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen hoch da. Auch Abos, Kommentare sind gerne gesehen. Schaut auch gerne mal in die anderen Projekte von uns rein. Wir würden uns da freuen drüber. Und natürlich hoffen wir auch, dass ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Also dann. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.